Treiberthemen hauptsächlich waren Reorganisationen, Personalmangel an einigen Stellen und tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes eine angestrebte Prozessverbesserung. Also was wir hinbekommen haben, ist auf jeden Fall, dass sehr viele Mitarbeiter aus meiner Verwaltung prozessorientiert denken und aus einer anfänglichen Ablehnung, weil das ja etwas Neues, etwas Ungewöhnliches ist, die Kollegen zu mir kamen und sagten, können wir das jetzt nicht auch mal für unsere Abteilung machen und können wir diesen und jenen Prozess nicht mal modulieren und nicht einfach nur, wie der eine das da meint, durchführen.